Ja, also man sieht es schon, ganz, ganz filigran geht er her mit einer kleinsten Kettensäge. Ein Kettensägenblatt 30 cm groß, sehr, sehr fein geschnitten, selbstverständlich auch wunderbar geölt. Ja, und ganz wichtig, Pavel ist natürlich ein international bekannter Künstler, den wir hier in Berghausen haben, der üblicherweise ganze Bäume verarbeitet, hier in diesem Fall, wie gesagt, ein ca. 50 cm breites Birnenbrett von Fuhrmann und Dill. Schon gut und gern 6 Kilo hoch. Insofern, Pavel hat tatsächlich nur ein ganz, ganz dünnes Jäckchen an. Das ist alles Muskelmasse. Er macht das schließlich eigentlich jeden Tag mindestens 2 Stunden. Also insofern hat er da schon ordentlich die Muckis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können schon mal gucken, was Sie im Geldbeutel haben. Wobei man dazu sagen muss, es ist auch kein Problem, wir gehen mit Ihnen gemeinsam zur Bank. Auch das ist möglich. Und wir freuen uns schon, wenn wir hier einen schönen Preis für dieses wunderbare Kunstwerk erzielen können. Bitte helfen Sie uns dabei. Wie gesagt, für einen guten Zweck arbeitet hier der Pavel. Und insofern honorieren Sie das. Ein solches Werk ist durchaus nicht ganz günstig normalerweise. Jetzt, Pavel, anstrengend. Ja, ist okay, aber ich war vorher so konzentriert, dass ich konnte nicht, auch meine Heimatsprache ist nicht, Deutsch ist nur schwierig. Hey, du machst das super, nee, ganz, ganz toll. Erzähl mal, wie nennst du dieses Kunstwerk? So, das ist ein Relief, ist eine Mischung zwischen Skulptur und Malerei. Und das ist eine schwierige Art, ist wie ein Gesicht in einer Münze. Immer schwierig zu schaffen. Eine Wirkung, eine Illusion von dreidimensional auf einem Brett. Das ist dreidimensional auf einem zweidimensionalen Brett. Okay, und wie nennst du es? Das sind die Spanisch, habe ich gedacht. ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind alle bei dir. Alles in bester Ordnung. Los frutos de nuestra vida. So, die Obst von unserem Leben, ja? Die Früchte unseres Lebens. Jawohl, super. Also, einen Riesenapplaus für den Pavel.